Mr. Hunter, Sie sind so beschäftigt. Wollen Sie vielleicht einen Tee, eine Cola, ein Capital Bra oder eventuell was ganz Besonderes? Sagen Sie es ruhig. Wenn es geht, hätte ich gern einen Manga Hunter Express, wenn du es hast. Wenn du es hast, nur wenn du es hast. Ja, das haben wir auch. Manga Hunter Express ist ein ganz besonderes Express. Ein Moment bitte. Bitteschön, Ihr Express Hunter. Viel Spaß. Danke. Wow, das schmeckt nach Hunter. Wow, vielen, vielen Dank. Das haben Sie sehr gut gemacht. Danke. Ja, Spaß beiseite. Heute sage ich dir, was demnächst bei Tokyopop erscheint. Auf geht's. Ich habe hier als erstes ein Light Novel. Davon gibt es schon einen Manga bei Tokyopop. Und zwar ist hier die Rede von Konosuba. Erscheint im August, ist mit 17 Bänden abgeschlossen und kostet 10,99 €. Dann habe ich hier was ganz Beliebtes. The Rising of the Shield Hero bekommt auch ein Light Novel. Davon gibt es in Japan 22 Bände, ist noch nicht abgeschlossen und kostet 10,99 €. Dann habe ich gelesen, dass Overlord, ja genau, erscheint jetzt bei Tokyopop. Normalerweise erscheint der Manga bei Carlsen Manga, aber nein, das ist kein Manga, das ist ein Light Novel und erscheint im August. Bisher ist das Ganze noch nicht abgeschlossen. Da gibt es in Japan 14 Bände und dann gibt es zwei Varianten. Einmal in Softcover für 14,99 € oder als Hardcover für 19,99 €. Ja, Overlord bei Tokyopop. Dann habe ich hier was ganz Besonderes. Ein Werk von Ograte. Ograte erscheint normalerweise bei Planet Manga. Ihr wisst ja, dass Ograte nur bei Planet Manga erscheint. Aber diesmal bei Tokyopop. Ja, die Rede ist von Bakemonogatari. Davon gibt es in Japan 12 Bände, ist noch nicht abgeschlossen und kostet knapp 7 €. Ja, dann geht es weiter mit Shaman King. Shaman King bekommt ein Charakterbuch, erscheint im Oktober und kostet knapp 25 €. Dann habe ich hier einen Manga, ich glaube, das ist ein Horror-Manga und heißt Terror Knight, erscheint im Oktober. Bisher gibt es in Japan 5 Bände und kostet knapp 7 €. Sieht nice aus. Dann gibt es hier noch was ganz Cooles und heißt Jigsaw Sisso Flüstern in der Stille. Ist mit 6 Bänden abgeschlossen für knapp 7 € und erscheint im August. Genau. Und zu guter Letzt habe ich hier ein Romance-Manga und heißt Alle sind im Hochzeitbann, erscheint im Oktober, ist mit 9 Bänden abgeschlossen und kostet knapp 7 €. So, das wär's mit dem Video. Hat euch das Ganze gefallen? Wollt ihr mehr davon haben? Dann lasst mir ein Däumchen da und dann sehen wir uns beim nächsten YouTube-Video. Bis dahin, Peace.